Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im LS22 im Waldstädter Tal. Jo, wir sind weiter am Dreschen. Tio und ich haben noch die ganzen Pachtfelder zusammen fertig gemacht. Und ich habe die 20% schon runtergefahren. Das waren 24.000. Wir haben 120.000 und ein paar zerquetschte vom Feld runtergeholt. Und somit wird alles, was jetzt noch kommt und übrig ist, unser. So. Also ich muss sagen, ich bin immer begeistert da ab dem Drescher. Der hat es echt in sich. Ist ein guter Mittelklasse-Drescher, der perfekt ist für unser Hof. Ihr habt ja auch letzte Folge gesehen, 7 bis 8 km/h bergauf. Ist schon ordentlich. Dachte, das reicht. So. Jo, dann machen wir jetzt noch zusammen unsere Felder. Da müssen wir ja nichts abgeben. Und ich bin fast der Meinung, ich muss mal beim Landhandel nachfragen, ob man da Gülle oder Mist kaufen kann. Ich bin da fast der Meinung, dass man da uns noch mehr Felder zulegen können. Schnell Fenster zumachen. Doch ein bisschen laut. So. Was ich auch mache, es hat ja immer noch die Randstreifen, wenn man da drüber grubbert oder sät, dann geht das immer weiter raus. Und da werde ich so ein bisschen investieren und quasi normale Wiese anpflanzen übers Bautool. Dass man da eigentlich eine schöne Feldbegrenzung hat, auch hier bei der Wiese. Da komme ich immer weiter in die Wiese rein. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte die Wiese ja so lassen, wie sie ist. In der Größe. Und dass man einfach noch so einen kleinen Wiesenstreifen macht, den man nicht reingrubbern kann. Und dasselbe halt bei den Feldrändern. Da komme ich immer weiter an den Weg raus und das möchte ich eigentlich verhindern. Soll ja auch ein bisschen schön aussehen. Genau, zum Beispiel, das ist hier so ein Paradebeispiel. Eigentlich bin ich links vom Drescher, war das Feld mal, jetzt bin ich so weit reingekommen, in den Wald rein. Das soll ja eigentlich nicht so sein. Der Knopf. Hier so einen Weg arbeiten. Machen wir mal die Rundumleuchte an. Man weiß ja nie, wer da vorbeikommt. Nicht, dass dann plötzlich noch der Polizist vorbeifährt und mich anscheißt wegen sowas. Da sind wir wieder auf Spur. Man merkt deutlich, dass ich gewisse Felder halt Unkraut und also Unkraut weggemacht und Dünger drauf gemacht habe. Das merkt man deutlich. Ich habe jetzt schon mit einer Runde oder eineinhalb Runden 10.000 Liter runter. Das ist solid. Dann werden wir dann kurz zurückholen, dann rennt. Die richtigen Zeit bremsen, das ist wichtig. So.
Da hinten steht das gute Stück. Ja, Karte habe ich jetzt halt noch offen. Das ist noch vom Bodenbuben. Ja, war das halb so schlimm. Kann es ja mal geben, dass ich da die Karte vergessen zuzumachen, aber ist ja jetzt nicht lebensnotwendig. Ich mache das ja hauptsächlich für mich ein bisschen. Und dann darf ich das auch vergessen haben. So. Kann das hier schön abdanken. Dann machen wir gleich weiter. Also ich bin überrascht, wie schnell dass ich vorankomme mit dem Drescher. Gerade bei den Feldflächen. Hier bekommt Besuch, sehe ich gerade. Okay. Ich frage nicht. Die haben jetzt sofort, also schnell, relativ zackig gemacht. Ich glaube, eine Stunde hatten wir. Und das ist schon ordentlich. So. Yes. Hi, ich bin's, Theo. Ah, Theo, moin. Ich wollte hochkommen wegen dem Stroh. Ach genau, ich hatte dir ja Stroh versprochen. Mhm. Ich bin gleich mit der Runde fertig, dann laufe ich hoch. Du hast was zum Beladen da, ja? Ja, es ist jetzt die Frage, willst du ballen? Oder willst du loses? Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte jetzt spontan gesagt, eher ballen. Mhm. Weißt du, wie das ist mit Ballen für die Tiere? Muss ich die irgendwie auseinandernehmen oder Ich sag mal, gewisse Stelle nehmen Ballen und gewisse auch nur gewisse Ballen. Okay. Also bei meinen Kühen zum Beispiel, da kann ich Heu und Grasballen reinmachen, Stroh aber nicht. Gäbe es denn da irgendeine Möglichkeit, dass ich dann das irgendwie auseinandernehmen oder so? Also du kannst sonst, warte, ich komme mal hoch, dann. Ich hänge mal kurz ab, ne? Mhm. Dann sehen wir uns gleich oben. Jo, bis gleich dann. Jo. So, stimmt. Dem Tio hatte ich noch ein bisschen Stroh für seine Pferde versprochen. Und ich habe ja genug Stroh. Also. Hi, Tio. Hi. Was lachst denn du? Ja. Du hast aber heute einen großen Anhänger mitgenommen, ne? Ja, ich habe mir gedacht, ich wollte sie jetzt mal nicht zu sehr übertreiben. Ja. Deswegen habe ich immer den mitgenommen. Mhm. Nee, du kannst sonst, Ist so groß, oder was? Ja, schon ein bisschen, ja. Okay. Nee, Das ist doof. Ich kann dir mal einen Ballen da drauf machen. Und wenn du. Wie viel wiegt denn der? Komm mal mit. Die habe ich hier vorne liegen. So einer wiegt 220 Kilo. Nimm ich 6 Stück mit? 6? Ich hätte eher so an 8 gedacht. Ne, da hat glaube ich 5000 Liter drin. Also vielleicht könnte einer reichen. Ich würde mal einen mitnehmen erstmal. Ja. Und erstmal auch gucken, ob das geht, weil wenn nicht, machen wir das einfach so. Und dann kannst du mit deinem Trecker hochkommen und ich gebe dir meinen Futtermeschwagen mit. Mit dem kannst du die auflösen. Ja, wenn das nicht funktioniert, dann muss ich ja erstmal. Ja. Das kriegen wir schon hin. Ich würde jetzt erstmal mit dem runterfahren.
falsche Seite. Ja, komm mal hier vorne hin. Kannst du dir auch hochkant hinlegen? Hochkant? Ja. Geht das? Ja. Ach komm, schmeiß noch einen zweiten drauf. Noch einen zweiten? Ja, na klar. Noch einen zweiten drauf. Cool, dann lade ich dir mal noch einen zweiten auf. Liebt gerne. Ist auch noch einen dritten. Nö, erst mal zwei Stück. Falls ich dann doch noch was brauchen sollte, würde ich noch mal auf dich zurück. Ja, du siehst ja, ich habe genug. Brauch das nie. Ich habe neulich sogar mal Strohballen verkauft. Ja, aber du brauchst ja für deine Tiere eigentlich auch Stroh, oder? Ja, ja. Aber wahrscheinlich in so geringen Mengen, dass das hier für 10 Jahre reicht, so ungefähr, oder? Ja, gefühlt schon, ja. Okay. Deshalb konnte ich jetzt auch eine Frucht anbauen, wo ich kein Stroh brauche dafür. Wo kein Stroh ergibt. Ja. Ist der größer? Nee, nee. Okay. Das sieht so geil aus. Ey, komm, zwei Strohballen, warum soll ich mit was Großem hierher kommen? Nee, klar. Der Kleine verbraucht weniger Sprit. Definitiv. Ja. Der kleine Hänger hat weniger kleinere Reifen. Also verbraucht also durch das Gewicht auch nicht so extrem viel Sprit. Ne, ist klar. Und von daher habe ich mir gedacht, komm. Ja, deshalb habe ich ja auch den kleinen genommen zum Laden. Ja, und nicht den ganz großen, ne? Ja, ja, genau. Mhm, verstehe. Ne, wenn du mal wieder brauchst, komm einfach vorbei. Und wenn es nicht klappt, dann komme ich sonst mit dem Futtermischwagen runter. Ja, du, mir ist das egal. Ich kann ja holen kommen am Ende. Also, oder so, ja. Wie du Zeit hast. Ja, ruf mich dann an und dann sehen wir es dann, ne? Ja, perfekt. Was kriegst denn du dafür? Ja, passt schon. Oh, das hast mir auch geholfen. Das ist aber lieb von dir, danke. Gut, dann mache ich mich mal auf den Weg runter. Jo. Und dann wünsche ich dir erstmal noch was. Und gleichfalls. Bis dann. Und tschüss. Ciao. Marek, wegen zwei Strohballen, da mach mal jetzt nicht so ein Büro auf. Und er hilft uns so viel, wir helfen ihm viel, also das ist alles gut. So, dann gehen wir jetzt aber weiter dreschen. Und dann da unten waren wir dran. Ja, das Feld kriegen wir jetzt noch locker geschafft. Gleich noch ein zweites. Und dann mache ich dann den Rest offscreen. Dass wir uns dann morgen um die... Ich habe in der letzten Folge gesagt, ich würde hier auf den drei... Entschuldigung, vier Feldern gerne Weizen anbauen. Und ich denke, dass... wenn wir morgen alles vorbereiten... Dann können wir übermorgen da gut ansehen. Wie sieht es eigentlich aus? 15 Kilogramm Stickstoff habe ich noch drauf. 20.
pH-Wert ist noch gut. Dann. Ja. Ich bin mir am Überlegen wegen einem Mulcher. Aber Mulchen gibt ja. Wo habe ich mein schlaues Buch? Ausgeschrieben. Mulchen gibt. Wo ist es? Habe ich das nicht rausgeschrieben? Okay. Scheinbar nicht. Aber ich glaube, Mulchen gibt nur 5% oder so. Von dem her, wenn wir den Rest ein bisschen einhalten, dass ich so um die 90% rumkomme, passt für mich das. Wir sind ja wie gesagt ein Biobetrieb und da muss nicht alles 100% sein. Da darf es auch mal ein bisschen weniger sein. Jo. Ich finde das schön hier, unter einigen Bauern hat man echt ein gutes, freundschaftliches Verhältnis. Unter den anderen hört man fast nichts. Ja, es ist Real Life ja eigentlich auch so. Man, der Korntank ist fast voll, ne? Und was haltet ihr dann von zum Thema Mulchen? Also ich denke, das kriegen wir auch ohne hin. Das ist jetzt ein typisches Feld zum Mulchen. Wir machen das momentan nicht. Uns fehlt ja auch ein bisschen das Geld zurzeit. Also jetzt nicht falsch verstehen, das Geld wurde gut investiert. Aber wir haben andere Prioritäten. In die neue Ecke fahren. Rötliches Gold. Das ist praktisch. Ich kann fast 2,5 Drescher da reinfüllen in den Hänger. Dann muss ich nicht immer gleich sofort abtanken gehen oder den Hänger leeren. Das ist gar nicht so schlecht. Der Drescher, der. Wie Tio schon letzte Folge gesagt hat, ist nicht so wartungsintensiv. Also ich habe jetzt, ich denke, dass ich so etwa 6% Schaden habe nach der kompletten Ernte. Habe jetzt 4,8%. Und das ist, denke ich, ein solider Wert. Was ich einfach nicht.
Was ich nicht möchte, ist halt so viele und so große Felder haben, dass ich nicht mehr hinterherkomme und vor allem auch, dass ich den Drescher zum Beispiel mitten in der Ernte noch reparieren muss. Und da kann man sicher drauf gehen, dass da der Tio nicht immer Zeit hat. Und das wäre dann auch ganz schön blöd. Steht man mit einem halbkaputten Drescher am Feld und ja, kann nichts mehr machen. Von dem her ist das schon ganz gut so. Nehmen noch ein, zwei Felder vielleicht dazu. Muss man schauen, ob Pacht oder ob ich die dann kaufe. Und vermutlich am Anfang eher Pacht. Muss da mal mit dem Bürgermeister sprechen, wenn der wieder da ist. Und dann ist das eigentlich auch alles top. Auch Steuern muss ich heute noch machen. Wieder der erste. Darf ich unbedingt nicht vergessen. Olli hatte neulich in die Kommentare geschrieben wegen Gülle und Misttechnik. Dann habe ich geantwortet, ja, so um die 200k. Ist tatsächlich ein bisschen weniger. Mal wieder maßlos übertrieben. also für Mist denke ich sowas. Vielleicht auch sowas. Und da sind wir auch bei 58.000 bis 85.000. Und Gülletechnik wahrscheinlich sowas. Also kommen wir etwa auf 150.000. Aber der nutzt dann schon wieder zu viel Leistung. Und das ist mir ein bisschen zu klein. Da habe ich Schleppschlauch. Gut, da hat noch grober Funktion, ne? Oder nicht? Bin jetzt gar nicht sicher. So. Bin ich hier drin? Miststeuer. Was wäre auch was? Wo spritten der das raus? Ist das Mist? Aber der steuert das doch. Nicht hinten. Nee, hier vorne. Streut er das zur Seite raus? Okay. Mein alter Drescher. Das ist ein bisschen groß. Immer noch mal einen Reichanhänger. Aber wir haben aber einen Bredal, ne? Der ist auch schön. Alles zu groß. Ist zu klein. Nun, nö, ich denke, vorübergehend passt das. Aber ich denke, so Gülle- und Misttechnik könnte man mal ansteuern. Auch eine Halle oder Unterstand oder so. Soll halt nicht zu teuer werden.
muss sich mal in aller Ruhe mal anschauen. Was da. Das ist, wenn man quatscht und nicht auf den Füllstand schaut. Ach. Nee, also oberstes Ziel ist jetzt die Schulden abzuzahlen. Und dann schauen wir dann weiter. Ob es Güllemist-Technik oder eine Halle Unterstand wird. Das schauen wir dann. Aber in diese Richtung wird es gehen. Gut. Wenn wir den noch schnell gehen, den abdanken. Und dann sind wir dann auch bald wieder am Ende angelangt. Tonnen. Das ist schon ordentlich. Ist schon ein bisschen am Limit der Fendt, ne? Komme ich da überhaupt hoch? Probieren wir mal. Gerade so. Gerade so kommt er da hoch. Und da ist 96.000 noch drin. Und vorher sind eigentlich so die Verkaufspreise. Oh, die sind im Keller. Wir sind definitiv im Keller. Da warten wir noch 2-3 Monate. Jetzt kriege ich da meine Schulden nie zurückgezahlt. Das wollen wir ja schließlich auch nicht. Gehen wir dann noch den Rest abtanken und dann weiter geht's. Würde ich jetzt mal sagen. Da. Ja, kommt ordentlich was runter. Da. Also eigentlich, wenn man schaut, wie ich angefangen habe mit dem Hof und was ich so draus gemacht habe, oder wir, also gesagt, sind wir schon gut aufgestellt. Also klar, wir haben Kredit genommen und alles, aber schlussendlich mussten wir den ja auch wieder zurückbezahlen. Haben nebenbei noch eine Firma gegründet, die gut läuft. Ich denke, wir sind super unterwegs. So. Und was ich auch gesehen habe, wir müssen noch nicht pflügen. Das erspart uns einiges.
Also auch jetzt auf den Pachtfeldern. Bin mir gar nicht sicher, ob wir die zu Anfang gepflügt haben. Glaube nicht. Bin mir aber nicht mehr sicher. Aber ich denke mir, die werden vermutlich nächstes Jahr kommen. Wahrscheinlich alles miteinander. So wie ich mein Glück kenne. So. Das kleine Stückchen da auch noch mit. Da. Ich muss sagen, drei Felder in einer Folge ist gut. Ich vergleiche das halt immer ein bisschen so. Vorhin haben wir vielleicht ein halbes oder Viertelfeld in der Folge geschafft. Dreiviertelfeld. Und jetzt machen wir zwei bis drei. Das ist ordentlich. Jo, aber ich sehe gerade, es ist schon wieder Zeit. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Mal ein bisschen Stroh verschenkt. Ein bisschen gedrescht. Ein bisschen abgefahren. So ein richtiges Landleben halt. Und dann denke ich, sehen wir uns in der nächsten Folge. Lasst auf jeden Fall ein Däumchen und ein Abo da. Und natürlich die Glocke nicht vergessen. Die auch immer schön hört, wenn oder sieht, wenn ein neues Video kommt. Und bis dahin sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.